Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Und heute, wie immer, was heißt wie immer, aber wie seit ein paar Wochen habe ich das so eingeführt, das sogenannte Monday Morning Summoning. Und auch heute werden wir von einem Gildenkampf geärgert. Nein, auch heute machen wir das wieder und wir haben jetzt hier nicht so viele Rollen. Das ist klar, wenn ich jede Woche ein Summoning mache, sind die Rollen nicht so viel. Es sind jetzt hier, sie sind 18, 19, eine legendäre. Aber heute machen wir auch Steine. Und warum, das zeige ich euch gleich. Wir gehen aber jetzt erstmal in die Rollen rein. Ich erhoffe mir aus den, aus einem Blitz. Vielleicht zwei, aber... Ah, sehr nice. Skill-Ups brauche ich dringend. Ich brauche dringend Kung-Fu-Girl-Skill-Ups. Und das Fusionieren, das nimmt ganz schön Zeit in Anspruch. Von daher passt mir das ganz gut. Ansonsten... Das waren alles Monster, die auch gut sind zum Fusionieren für Skill-Ups. Das habe ich versucht jetzt. Es ist echt schwer, alles im Kopf zu behalten. Diese ganzen Fusionsmonster. Ich muss Cho-Chos fusionieren für Lucian-Skill-Ups. Ich muss die Kung-Fu-Girls fusionieren. Den kann man brauchen, wenn man noch den 5-Sterne-Feuer, diesen neuen da, fusionieren will. Also für die 4-Sterne, für den 4-Sterne Ninja da. Ne, nicht Ninja, wie heißen die? Ah, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach so viele Monster, ihr seht das, was ich eigentlich sagen will, und das merkt ihr an meinem Gestottere und Gestolpere, ist, dass es einfach unglaublich viele Monster gibt mittlerweile, die man so zum Fusionieren braucht. Und dass ich mir die gar nicht mehr alle merken kann. Hafenmagierin, ich muss auch Hafenmagierin noch weiter fusionieren. Die LD machen wir. Mache ich die LD? Ganz ehrlich, ich heb sie mir heute mal auf und würde mir wünschen, dass ihr mir mal ein paar Kommentare schreibt, ob ich die LD mal, sagen wir mal, 3 Monate sammeln soll und dann mal eine LD-Summoning-Session machen soll oder ob ich die einfach immer mit aufmachen soll. Jetzt machen wir noch die legendäre und dann machen wir die Stones. Und was haben wir bei den legendären? Ach, braucht doch keiner! Wasser Kitsune! Aber im Endeffekt auch Skill-Ups. Ich habe überlege, ob ich die Arang mal baue, dann habe ich die Feuer Kitsune. Also auch da gibt es Skill-Ups. Und warum machen wir heute? Ihr wisst es. Ich will Verat! Aber auch die anderen 2 Nat-5s sind welche, die ich noch nicht habe. Das heißt, es besteht keine Gefahr eines Dupe. Und von daher, gehen wir einfach heute mal in die Steine Summonings und ja, würde mich über Nat5 natürlich riesig freuen. Bei so wenig Steinen ist die Chance aber natürlich sehr, sehr gering. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar ganz ohne Blitz bleiben. Das heißt also nur 3 Sterne Monster hier mit nach Hause nehmen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben ja noch gute 8 Summons. Jetzt sind es nur noch 6, 5, ich zähle jetzt nicht alle runter. Was ist das für ein Content, wenn ich jetzt einfach diese ganzen Summons runterzähle? Stellt euch mal vor, wir machen 100 Rolle Summoning und ich zähle einfach von 100 mit, ohne irgendwas anderes zu sagen. Und es ist tatsächlich so, wir gehen ohne Blitze nach Hause. Ah, ist das ärgerlich. Ich will doch Verat haben. Na gut, wollen wir es nicht in die Länge ziehen. Das war ein kurzes Summoning, aber das Monday Morning Summoning ist nie besonders lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.